und es ist wirklich wieder ein sehr, sehr guter Tabak. Der kommt sogar dem Arabica auf jeden Fall, steht dem Arabica nichts nach. Es ist eine gute Mischung zwischen 50 Lemon, bzw. 50 Zitrus, 50 Minze. Der Minze ist etwas stärker als beim Arabica, das gefällt mir auf jeden Fall. Macht schön die Nase frei und so. Übrigens hier der Schal hier links neben mir von Mainz 05, den hat mein Papi aufgehangen, weil er wissen wollte, ob ihr das bemerkt, beziehungsweise ob ihr irgendwelche Kommentare dazu postet. Also alle die Leute, die das jetzt sich anschauen, können mal einen lieben Kommentar meinem Vater hinterlassen. Der liest das, der geht immer auf meinen Blog und schaut sich die Videos an. Also grüßt ihn mal, wenn ihr gerade am Kommentare schreiben seid. So, zum Lemon Mint. Wie gesagt, eine sehr gute Mischung. Ist auch der erste Lemon Mint, der richtig zitronig schmeckt und trotzdem diesen Minzgeschmack hat. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tabak. Mein persönlicher Favorite bis jetzt. Ich als Blueberry-Fan finde den Fumari Blueberry sehr, sehr lecker, weil er ist nicht wie der gewöhnliche Blueberry-Geschmack, sondern eher süßlich und überhaupt nicht künstlich, finde ich. Ich schaue gerade Herr der Ringe und spiele ein bisschen Runes of Magic. Also, er ist wirklich nicht künstlich. Also, er ist wirklich ein sehr identischer, süßlicher Blueberry, sag ich jetzt mal. Und er hat so einen Tick, der irgendwie ganz anders schmeckt als alle anderen Blueberries, die ich bis jetzt geraucht habe. Auf jeden Fall sehr identisch und auf jeden Fall auch wieder sehr zu empfehlen. Sehr lecker. Wenn ich Blueberry irgendwann nochmal bestelle, dann wird es auf jeden Fall der von Fumari sein. Fumari Kiwi ist auf jeden Fall auch ein sehr empfehlenswerter Tabak. Ich rauche ihn jetzt gerade seit einer halben Stunde. Wir haben jetzt 1 Uhr. Er ist auf jeden Fall besser als der Star Wars Kiwi, um einiges besser. Vor allem um einiges identischer. Er hat einen leicht säuerlichen Geschmack. Was für Kiwi-Flavor eigentlich auch sehr bekannt ist. Also die ganzen Kiwi-Flavor sind alle sehr sauer. Aber der ist nur leicht säuerlich, aber dafür sehr süßlich und auf jeden Fall sehr identisch nach Kiwi. Vor allem lässt er sich sehr leicht und sehr gut rauchen und ist auf jeden Fall was Exotisches, was auch sehr identisch ist, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall auch einer der Top-Flavor von Fumari. Finde ich persönlich sehr gut. So, jetzt habe ich gerade Fumari Watermelon im Kopf. Es ist nicht wie gewohnt ein künstlicher Watermelon, sondern eher was Fruchtiges. Auch sehr süßlich im Geschmack. Sehr süßlich, so sorry. Ist schon ziemlich spät, deswegen lalle ich ein bisschen. Wie alle Fumari ist die typische Süße und auf jeden Fall sehr identisch. Vor allem für die Leute, die keinen künstlichen Watermelon mögen, ist der Fumari sehr fruchtig, sehr süß und sehr, sehr identisch, der Watermelon. Auf jeden Fall auch, überzeugt er mich auf jeden Fall auch. Und ist auf jeden Fall auch besser als sein Konkurrent von Starbucks. Ja, gegen Ende, jetzt ungefähr nach 50 Minuten, 60 Minuten, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon rauche, wird er ein bisschen herber, aber immer noch die Süße ganz gut vorhanden und auf jeden Fall sehr lecker, identisch, sehr leckeres Teil. Fumari White Peach ist im Kopf. Ich habe mich immer gefragt, was dieses White heißt. White heißt einfach weiß, wie auch immer. Weißer Pfirsich. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass der Peach von Fumari, der White Peach, mehr in den Kopf steigt irgendwie. Also man ist auf jeden Fall sehr stark im Geschmack und man merkt ihn direkt, wenn man ihn raucht, wird einem etwas schwindelig. Also das ist eine Gewöhnungssache. Auf jeden Fall ist er etwas stärker vom Geschmack her. Vom Geschmack her ist er ein sehr starker Pfirsich. Erinnert mich persönlich sehr an den Alvaja. Also das ist wirklich quasi genau der von Alvaja. Es schmeckt genau gleich und zieht genauso stark in den Kopf. Gut, es ist kein Eistee-Pfirsich, aber und auch nicht so ein fruchtiges Ding. Eigentlich
sehr, sehr, sehr stark und intensiv im Geschmack und ja, also ich würde es jetzt nicht persönlich empfehlen. Für die Leute, die ein bisschen was brauchen, was ein bisschen in den Kopf steigt, das ist auf jeden Fall ganz lecker, aber da ist die Alvar-Alternative auf jeden Fall billiger und genauso gut. Rauchen tut er ja auch ziemlich gut, habt ihr ja gesehen. Über den Rauch muss ich ja nichts sagen. Fumari raucht wie alle anderen aus USA. Aber wie gesagt, der Flavor ist jetzt nicht so mein Ding. Ich kann ihn zwar rauchen, aber er steigt mir ein bisschen zu sehr in den Kopf, ist mir ein bisschen zu stark vom Geschmack her. Und wie gesagt, es gibt auch billige Alternativen, zum Beispiel den Alvaha. Ja, ich rauche jetzt den letzten Fumari, und zwar den Himbeere, bzw. Raspberry. Und ich muss sagen, es ist wieder ein ganz stabiler Flavor, also dieses typisch seifige, parfümartige von Himbeere hat es auf keinen Fall. Also der ist schon sehr identisch. Sehr süßlich im Geschmack und sogar einen Tick säuerlich. Also es hat ein bisschen einen ganz, ganz kleinen Tick wie was von Pink Lemonade. Also ist ganz interessant, vor allem wenn er ein bisschen... bisschen mehr Hitze bekommt, schmeckt er einen Tick säuerlich. Auf jeden Fall, ja, doch, sehr lecker. Ich bin eigentlich überrascht, weil Raspberry war bis jetzt nur in Raspberry Lemonade von Fantasia, hat mir wirklich gefallen, aber der von Fumari ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ja doch, also eine der Top-Sorten von meinen Testsorten, die ich getestet habe. Also es ist echt lecker. Ein Schuss, wie gesagt, ein Schuss säuerlich. Gefällt mir super gut, ansonsten sehr identisch und sehr süßlich. Insgesamt kann ich nur sagen, Fumari ist auf jeden Fall ein Hersteller, der hat sich nicht zu verstecken vor Starbucks, Fantasia und Konsorten. Die Verpackungen sind sehr cool gemacht in diesem Zipper, ich hatte ja leider keine da, ich hoffe, ich kann da noch irgendwo welche ergattern. Also Leute, wenn ihr Fumari OVPs habt daheim, ohne Tabak, die nehme ich gerne, die fehlen nämlich noch in meiner Sammlung. Ich brauche so 5-6 Stück oder so. Wie gesagt, die Verpackungen sind sehr cool. Fumari hat einen sehr guten Schnitt. Und ja, die Sorten sind auch alle auf jeden Fall konstant ziemlich gut. Vor allem die Standardsorten, die taugen auf jeden Fall was. Ich würde den Fumari auf jeden Fall als sehr guten Tabak abstempeln und kann ihn eigentlich nur empfehlen. Vor allem für die Leute, die eher auf Standardsorten stehen und trotzdem auf Ami-Tabak. Kauft euch Fumari, Jungs. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich muss mal ein paar besondere Sorten ausprobieren von Fumari. Beispielsweise diese ganzen Cocktailsorten, so Mojito und Mojo und wie die alle heißen. Kommt Zeit, kommt Rat, sage ich nur. Also wie gesagt, jetzt stempel ich Fumari als sehr gut ab und auf jeden Fall im Vergleich zu SB, Fantasia und den anderen Sorten hat sich nicht zu verstecken, ist ein super Ding.